Hallo Leute, Sammy hier. Ich dreh durch. Ich finde das so geil. Ich komme gerade vom Schaffe heim. War noch bei meiner Schwester, meinem Vater, bla bla bla. Und guck auf meinen Kanal, ob jemand Kommentare oder so. Ich guck halt immer, ich bin da total gespannt. Und jetzt haltet euch fest. Ich habe 9 Abonnenten. Nein, gestern war es noch 7. Leute, ihr seid so mega. Ihr habt keine Vorstellung. Ich meine, echt gerade, es ist Weihnachten, Ostern und was weiß ich was zusammen. Und das nicht nur 9 sind, das heißt nur, für mich ist das wie, boah, au, meine Hunde wieder, furchtbar. Ja, mich juckt gerade am Auge, sorry. Und für mich ist es, als wenn ich schon 900 oder 9.000 hätte. Das ist, ja, okay, jetzt bin ich wieder maßlos. Ja, also für mich ist das einfach nur, oh. Leute, ihr seid absolut Zucker. Ehrlich. Dankeschön und ich finde es mega geil und vielleicht knacke ich ja noch die zweistellige Zahl bis zum Wochenende, weil am Wochenende wird ein Video hochgeladen wegen dem für das Gewinnspiel. Da werden die Regler alle, aber ich muss jetzt noch mal gucken mit den Richtlinien von YouTube. Und naja, ihr wisst ja, wie es ist. Wer schon mal ein Gewinnspiel gemacht hat, wird ja wissen, was ich meine. So, also, das war's von mir. Jetzt kommt noch ein kleines Video vom kleinen Mr. Plüschpopo Fridolin, wo ich heute Morgen aufgenommen habe, kurz nach 4, da war ich schon wach. Und ich möchte mich jetzt schon entschuldigen für die schläfrige Stimme. Weil ich war noch hundemüde. Ich bin heute Nacht erst um 12:30 ins Bett gelegen und bis ich eins glaube, war 1. Und um 4 ist der Wecker runtergegangen. Deshalb entschuldigt die schläfrige Stimme, aber ich wollte euch meinen kleinen Stinker mal wieder zeigen. Und es ist schwierig halt zu filmen, wenn ich halt morgens um 4 aufstehen muss, kann ich halt schlecht bis um 2, 3 wach bleiben, um ihn mal zu filmen. Aber ich gucke jetzt mal am Wochenende, dass ich das hinbekomme. Dass ich mal länger wach bin oder mal früher extra der Wecker stelle, damit ich mal ein bisschen ein Video mache. Weil ich möchte da langsam irgendwann mal zahm kriegen. Ne? Also muss ich am Wochenende ein bisschen umbauen. Aber das hört ihr alles im Video. Also Leute, macht's gut. Dankeschön nochmal. Vielen, vielen Dank. Ihr seid echt Schnuckis, Schatzi, Putzis. Ihr seid super. Ich könnte euch um erdrücken vor Freude. Bis dann. Tschüss. Ich wollte euch heute Morgen jetzt noch kurz noch mal den Fridolin zeigen. Es ist jetzt ja 10 nach 4, so circa. Und da glaube wieder, ich es gerade selber schuld, wenn ich so erschrickt, wenn ich mir einen Schritt vormache. Und der kleine Mümmel da. Ganz eifrig, da liegen nämlich nur ein paar Körnchen. Hi Fridolin. Hi Schatz. Ja, ich habe nicht viel Zeit. Es tut mir wirklich leid. Ich muss mir jetzt nochmal, ich habe ja gesagt, wenn ich jetzt habe ich da einen Riesenturm von eine rote Ähre da hingestellt, da kann man jetzt mal mümmeln. Was ich sagen wollte, wenn ich mehr Zeit habe, wie gesagt, auch mal mit dem Ausschlafen und so weiter, dann werde ich vielleicht mal mittags ausschlafen und dann mal abends länger wach bleiben, damit ich den mal sehen kann und ein bisschen längeres Video machen kann. Beziehungsweise ihn einfach nur mal beobachte, was er so treibt, damit ihr das auch mal seht. Was er für einer ist
Auch wenn man dann ruhiger ist. Mein lieber Freund, du krabbst hier um, du. Ne? Du findest ja jedes kleine. Hallo, du süßer kleiner Stinger. Der kleine Friedelin. Hm? Ich hatte einen Namensvorschlag, den könnt ihr in einem Kommentar, ich weiß jetzt nicht mehr welches Video, es tut mir leid. Der hätte Ludwig, aber ich habe das erst zu spät gelesen. Das hätte ich wahrscheinlich das mit dem Ludwig übernommen. Aber da hatte ich mein, Entschuldigung, mein Anfängervideo schon reingestellt in den Kanal und da ist, war wie gesagt ist ja der Name Friedolin ja jetzt schon drin und dann habe ich abend erst gelesen den Namensvorschlag. Man möge mir verzeihen. So ihr Süßen, ich mache jetzt Schluss. Ich muss jetzt leider noch meine Hundis versorgen und dann werde ich schon wieder losfahren, damit ich rechtzeitig um 5:30 im Geschäft bin. Gell, du kleiner Mann. Dann sag mal tschüss, ihr da draußen. Hallo. Drehst du mir jetzt extra hier einen Rücken zu, oder? Ja, gut, ein schöner Rücken kann auch entzücken, ne? Süß ist er ja, der Knuffel. Aber wie gesagt, ich muss einfach... Oh, jetzt habe ich schon was gesagt. Ich muss einfach mehr... Jetzt mal nachts filmen, aber ja, es ist, wenn man halt auch so früh aufstehen muss. Dann hat man dann auch kein Problem, bis um 2 zu sitzen, wenn man dann kurz noch 4 Meter Wecker runtergeht. Ich denke, da habt ihr ein bisschen Verständnis dafür. Oh, ja, oh, oh, war ich kaputt? Hallo? Auf jeden Fall wäre ich dann, wie ich es angekündigt hatte, wenn ich jetzt da die Platte umstelle aufs Wochenende, werde ich dann die kleine obere Schicht wegtragen. Oh nee, das gibt's nicht. Und dann mir Hanf einstreu, weil ich sehe dann doch, dass die normale Einstreu halt doch im Fell hängen bleibt. Mein lieber Freund, da kann ja Budel wie so ein kleines Erdfägel, du. He, du kleiner Kinder. So, also, eine kleine Rückenansicht von meinem süßen Friedolin, Mr. Plüschpopo. Und auf die Taufe verzichte ich logischerweise jetzt. Ja. Hey, 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 hey! Und, ach ja, hallo, siehst du, du hört auch was, gell, so ein solche Doofisch da draußen. Guck dir das an. Ach, so, so blöd, ich mich voll hier nerven. Störe bei der Futtersuche. Ingas, du bist ein Stingi. Stinger Stingi. Liebe Leute von heute, einen schönen Donnerstag. Ich wünsche euch was. Macht's gut, eure Sammich. Bis dann. Tschüss.